Ucharat ist ein indischer Bundesstaat mit einer Fläche von 196.024 Quadratkilometer und 60,4 Millionen Einwohnern. Hauptstadt des Staates ist Gandhinagar. Die wirtschaftlich bedeutendste Stadt ist Ahmedabad. Geografie Uttarakhand grenzt an die Bundesstaaten Sindh, Madhya Pradesh und Maharashtra sowie an die pakistanische Provinz Sind und das Arabische Meer. Das indische Unionsterritorium Daman und die von Gujarat vollständig umschlossen. Das Unionsterritorium Dadra und Nagar liegt zwischen Gujarat und Maharashtra. Das Gebiet Dadra liegt als Enklave in Gujarat. Gujarat besitzt eine Küstenlänge von ungefähr 1600 Kilometer, mehr als alle anderen indischen Bundesstaaten. Die Küste umfasst unter anderem den Golf von Kach und den Golf von Kampat, welche die Halbinsel war begrenzen. Eine bemerkenswerte Salzmarschlandschaft. Bildet die Rand von Kach an der pakistanischen Grenze. Größte Städte, Bevölkerung, Demografie. Laut der indischen Volkszählung 2011 hat Gujarat 60.383.628 Einwohner. Damit ist Gujarat gemessen an der Einwohnerzahl der neuntgrößte Bundesstaat Indiens. Die Bevölkerungsdichte beträgt 308 Einwohner pro Quadratkilometer und ist damit niedriger als der Durchschnitt Indiens. Die Einwohnerzahl Gujarats ist stark ansteigend. Zwischen 2001 und 2011 nahm sie um 19,2 Prozent zu. Damit liegt die Wachstumsrate über dem Landesdurchschnitt von 17,6 Prozent im Vergleichszeitraum. 42,6 Prozent der Einwohner Gujarats leben in Städten, der Urbanisierungsgrad. Ist damit deutlich höher als der Landesdurchschnitt von 31,2 Prozent. 79,3 Prozent der Einwohner Gutscherats können lesen und schreiben. Die Alphabetisierungsrate liegt damit über dem Landesdurchschnitt von 74,0 Prozent. Die Einwohner Gujarats bezeichnen sich als Gujarati. Eine Minderheit unter den Bevölkerung des Bundesstaates stellen die Adivasi. Die indische Volkszählung 2001 klassifiziert 14,8 Prozent der Einwohner Gujarats als Angehörige der Stammesbevölkerung. Die größte Gruppe stellen dabei die Bhil, die fast die Hälfte der Adivasi-Bevölkerung Gujarats ausmachen. Der Rest verteilt sich auf eine Reihe kleinerer Stämme. Die Adivasi konzentrieren sich vor allem auf die Berggegenden im Osten Gujarats. In den Distrikten Dan, Namada, Dahot und Valsa stellen sie die Bevölkerungsmehrheit. Sprachen die Hauptsprache Gujarats ist das Gujarati, nach dessen Sprachgrenzen der Bundesstaat 1960 gebildet wurde. Es gehört zur Gruppe der induarischen Sprachen und wird in einer eigenen Schrift der Gujarati-Schrift geschrieben. Nach der Volkszählung 2001 wird Gujarati von 84,5% der Einwohner als Muttersprache gesprochen. 4,8 Prozent der Bevölkerung sprechen Behili, die Sprache des adivasi volks der BHL. Vor allem unter Einwanderern aus anderen Landesteilen ist hindi die meistgesprochene Sprache Indiens verbreitet. Seine Sprecher machen 4,7% der Bevölkerung aus. 19 Prozent der Einwohner Gujarats werden als sinti muttersprachler verzeichnet. Hierunter fallen auch die Sprecher des in der Kach-Region. Verbreiteten Kachi-Dialekts. Marathi, die Sprache des Nachbarbundesstaates Maharashtra, wird von 1,5 Prozent der Bevölkerung gesprochen. Unter den Muslimen Gujarats ist teilweise Urdu verbreitet, dessen Sprecher 1,2 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Alleinige Amtssprache Gujarats ist das Gujarati. Englisch ist wie in ganz Indien als Verkehrs- und Bildungssprache präsent. Religionen die große Mehrheit der Einwohner Gujarats sind Hindus. Nach der Volkszählung 2000 2001 stellen sie 89% der Bevölkerung. Die größte Minderheit sind die Muslime mit knapp 10% der Bevölkerung. Kleinere Minderheiten stellen Jainas mit 1,0% und Christen mit 0,5%. Eine numerisch sehr kleine, aber historisch bedeutende Minderheit stellen die Pasen dar. Um weit. Zählungen im Jahre 2005 hergaben, dass die kleine Population an Löwen, die in Gujarat im GR-Nationalpark beheimatet sind, Wiedergewachsen ist. Eine Auswirkung der Bemühungen der Regierung für einen Schutz gegen Wilderer. Utsarat ist der letzte natürliche Lebensraum für Löwen außerhalb Afrikas. Geschichte: Vom 8. bis zum 13. Jahrhundert wurde das Land nacheinander von drei miteinander verwandten hinduistischen Dynastien regiert. Chef da, Solanki, Bagela. Um 1300 wurde es von den Moslems erobert und im 15. und 16. Jahrhundert existierte dort das Sultanat. Gujarat. 1576 wurde das Sultanat von Akbar erobert und in das Mogulreich eingegliedert. Nachdem sich der Bundesstaat Bombay 1956 um das gesamte Gebiet des heutigen Maharashtras vergrößerte, wurde Bombay entlang der Sprachgrenze am 1. Mai 1960 in die Bundesstaaten Gujarat und Maharashtra geteilt. Am 26. Januar 2001 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,7 die Region etwa 20.000 Menschen starben und 200.000 wurden verletzt. Die wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes wurde um ein Jahrzehnt zurückgeworfen. Am 27. Februar 2002 wurden bei einem Anschlag auf einen Zug mit hinduistischen Pilgern mindestens 57 Menschen getötet, darunter 25 Frauen und 15 Kinder. In der Folge kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Hindus und Moslems, bei denen nach offiziellen Schäden 254 Hindus und 790 Muslime getötet wurden. Die Ausschreitungen zählen zu den schlimmsten und brutalsten seit der indischen Unabhängigkeit. Insbesondere Frauen wurden Opfer von Verstümmelungen, Folter und Massenvergewaltigungen. Verwaltungsgeschichte, Distrikte. Während des Bestehens von Gujarat vergrößerte sich die Anzahl der Distrikte von 17 auf 33. Bildung des Distrikts Gandhinagar aus Teilen der Distrikte Ahmedabad und Mesana. Bildung des Distrikts Walsada aus Teilen des Distrikts Surat. Bildung des Distrikts Anand aus Teilen des Distrikts Keda. Bildung des Distrikts Dahot aus Teilen des Distrikts Panchmahal. Bildung des Distrikts namada aus Teilen der Distrikte Baruch und Vadodara. Bildung des Distrikts Navsari aus Teilen des Distrikts Walsad. Bildung des Distrikts Porbandar aus Teilen des Distrikts Junagadh. Bildung des Distrikts Patan aus Teilen der Distrikte Banas und Mesana, Bildung des Distrikts Tapi aus Teilen des Distrikts Surat, Bildung des Distrikts Ahorvali aus Teilen des Distrikts Sabakanta, Bildung des Distrikts Botata aus Teilen der Distrikte Ahmedabad und Bavanagar, Bildung des Distrikts Chahuta Udaipur aus Teilen des Distrikts Vadodara, Bildung des Distrikts Devbumidwalka aus Teilen des Distrikts Jamnagar, Bildung des Distrikts Mahi. Saga aus Teilen der Distrikte Keda und pan Bildung des Distrikts Mobi aus Teilen der Distrikte Raikot, Surendranagar und Jemnagar. Bildung des Distrikts Gir Somnet aus Teilen des Distrikts Yunagat. Politik: Politisches System. Die Legislative Gujarats besteht aus einem Einkammernparlament, der Gujarat-Legislative Assembly oder Gujarat-Vidans-Abha. Die 182 Abgeordneten des Parlaments werden alle fünf Jahre durch die Wahl bestimmt. Das Parlament hat seit 1970 seinen Sitz in der Hauptstadt Gandhinagar, die nach der Gründung des Bundesstaates Gujarat als Planstadt angelegt wurde. Zuvor war Ahmedabad von 1960 bis 1970 Interimshauptstadt gewesen. Der Chief Minister Gujarats wird vom Parlament gewählt. An der Spitze des Bundesstaats steht jedoch der vom indischen Präsidenten ernannte Gouverneur. Seine Hauptaufgaben sind die Ernennung des Chief Ministers. Und dessen Beauftragung mit der Regierungsbildung. Seit 16. Juli 2014 bekleidet Ho M. dieses Amt. Höchster Gerichtshof Gujarats ist der Gujarat High mit Sitz in Ahmedabad. Gujarat stellt 26 Abgeordnete in der Loks Abha, dem Unterhaus des indischen Parlaments, und elf in der Rajas Abha, dem indischen Oberhaus. Parteien Gujarat wird bereits seit 1997 durchgängig von der hindu National. Partei Bharatiya Janata Party regiert. Von 2001 bis 2014 bekleidete der BJP-Politiker Narendra Modi das Amt des Chief Ministers. Modi ist wegen seiner Rolle während der schweren Unruhen zwischen Hindus und Muslimen in Gujarat, die während seiner Regierungszeit im Jahr 2002 mehr als 1.000 Menschenleben forderten, umstritten. Brachte es aber wegen des wirtschaftlichen Erfolgs Gujarats unter seiner Regierung zu großer Popularität. Er konnte seine Partei zu drei aufeinanderfolgenden Wahlsiegen im Bundesstaat führen und wurde nach dem Wahlsieg der BJP 2014 zum gesamtindischen Premierminister gewählt. Nach dem Aufstieg Modis zum Premierminister übernahm seine Parteikollegin Anand Ibn Patel das Amt des Chief Ministers von Gujarat. Bei der letzten Parlamentswahl in Gujarat im Dezember 2012 gewann die BJP 115 von 182 Wahl als wichtigste Oppositionskraft folgt der indische Nationalkongress mit 61 Mandaten. Die Regionalpartei Gujarat Parivartan Party, die der frühere BJP-Politiker und Chief Minister Patel kurz vor den Wahlen gegründet hatte, kam auf zwei Sitze. Weiterhin sind im Parlament die beiden überregionalen Parteien Nationalist Kongress Party und Janata DAL mit zwei bzw. einem Abgeordneten sowie ein unabhängiger Kandidat vertreten. Bei der gesamtindischen Parlamentswahl 2014 konnte die BJP an ihre vorigen Erfolge in Gujarat anschließen. Sie gewann in dem Bundesstaat alle 26 Wahlkreise. Verwaltungsgliederung. Der Bundesstaat Gujarat ist in folgende 33 Distrikte untergliedert. Sternchen nach 2011 gegründete Distrikte erneuerbare Energien. In Gujarat gibt es ca. 458 Kilometer offene Hauptkanäle. Inklusive aller Seitenarme beläuft sich die Kanallänge aktuell auf 19.000 Kilometer. Nach Fertigstellung des SSNNL Kanalnetzes wird dieses ca. 85.000 Kilometer umfassen. Einige offene Kanäle für die Trinkwasserversorgung wurden in einem Pilotprojekt mit Solarmodulen überdeckt. Der indische Bundesminister für erneuerbare Energien, Faruk Abdullah, unterstützte das innovative Projekt in der Presse.